herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und schau mal, Epic, wir sind hier auf einer riesigen Insel. Und weißt du, was wir hier machen werden? Oh, was denn? Wir werden hier campen gehen. Oh, das wird super, super lustig. Aber ich habe schon ganz schlimme Dinge über diese Insel hier gehört. Das soll hier richtig gruselig sein. Vor allem, hier ist gar keiner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Katja, weißt du was? Was denn? Campen macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Das ist so, so, so nice. Wir könnten uns ein kleines Zeltchen aufbauen und ein kleines Feuerchen machen. Oh, da hast du recht. Das wird richtig cool. Und schau mal, wir haben uns ja auch Rucksäcke mitgenommen. Und ich guck mal ganz kurz rein, was wir alles mitgenommen haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Laterne, einen Schlafsack, vor allem ganz, ganz wichtig Marshmallows oder auch schon ein Zelt. Und wir haben sogar Bärenfallen. Ich hoffe, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und Moment mal, du hast ja unsere Rüstung an. Sehr nice. Oh ja, falls es mal kalt wird, dann können wir uns auf jeden Fall das Oberteil und die Hose anziehen. So cool. Und Kater, weißt du was? Was denn? Wir könnten die richtig, richtig gruselige Insel mal ein bisschen erkunden. Oh, stimmt. Gott, oh Gott. Vor allem da hinten ist es ganz neblig und hier sind ganz, ganz viele Bäume. Aber ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem ein wenig um, weil wir wollten extra auf diese Insel. Und wir könnten uns den richtig, richtig süßen Campingplatz aussuchen. Das wäre so cool. Oh, da hast du recht. Unser Campingplatz sollte auf jeden Fall eine schöne Aussicht haben, ein bisschen weiter oben sein und ganz, ganz viel Platz besitzen. Oh ja, und Moment mal. Ist hier wirklich richtig, richtig dichter Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katja, weißt du was? Was denn? Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Ich habe auch ein bisschen Angst. Vor allem, hier könnte irgendwer hier einfach stehen und wir wüssten es gar nicht. Oh, das stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, zack, 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 wir klettern hier nach oben. Und Moment mal, die Insel ist hier wirklich richtig, richtig cool. Oh, stimmt. Und Moment mal, oh, da hinten ist sogar eine Schlange. Wir müssen ganz, ganz doll aufpassen. Okay, okay. Okay, aber auf jeden Fall ist hier fast nur Wald. Wo könnten wir denn hier unser neuer Schlafplatz aufschlagen? Ich bin mir nicht ganz sicher, Katja. Moment mal, wir könnten vielleicht auf einen kleinen Berg hochklettern und dann haben wir eine richtig, richtig gute Übersicht. Oh, stimmt. Guck mal, hier wird's höher. Vielleicht gibt's hier ja was. Aber richtig cool. Vor allem, jetzt ist halt noch Tag, da ist es noch gar nicht so gruselig. Aber wenn's Nacht wird und kalt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das stimmt. Wir müssen uns unbedingt das Camp aufbauen. Oh, du hast recht. Und guck mal, wie cool ist das denn? Wir haben hier einfach einen See mitten in der Insel. Oh, das stimmt. Das ist wirklich so schön. Und warte mal, da hinten ist wirklich ein richtig, richtig hoher Berg. Wollen wir da hochklettern? Oh, gute Idee. Oh, das wäre so cool, wenn wir auch dort irgendwas hätten. Okay, warte mal. Ich will mal ganz kurz rüber. Zack, zack. Und dann können wir uns auf den Berg hochbegeben und dann mal schauen, ob da vielleicht ein guter Platz ist. Oh, das stimmt. Das ist so, so, so cool. Und Katja? Ja? Wie soll denn unser Camp heißen? Oh, ich weiß nicht ganz. Wenn ihr eine Idee habt, wie unser Camp heißen könnte, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Da bin ich richtig drauf gespannt. Es soll hier ja wirklich gruselig sein. Deswegen mal schauen. Aber warte, ist es hier ein guter Platz? Vielleicht könnte man es ein bisschen ebenmäßiger machen alles. Aber ich glaube, das wäre richtig cool, hier zu campen. Oh, das stimmt, Katja. Moment mal, wir sind hier wirklich richtig, richtig weit oben und haben eine richtig gute Übersicht. Oh, da hast du recht. Warte mal, wir machen hier mal einen kleinen Rundumgang. So, warte mal, was gibt es denn hier noch? Und oh, schau mal, die Insel ist ja aber wirklich richtig, richtig groß. Das stimmt. Und Moment mal, wir könnten vielleicht später einen richtig, richtig coolen Wachturm auf einen Berg bauen. Oh, gute Idee. Okay, Moment mal. Aber mir gefällt hier oben das alles richtig, richtig gut. Hier haben wir auch noch ein paar Bäumchen, aber ich würde sagen, wir sind lieber auf der Seite, oder? Oh, ja. Oh, Moment mal. Der Mond geht auf. Und weißt du was? Hier oben ist es zwar echt cool, aber mir ist gerade eingefallen, wir müssen ja jedes Mal den Weg nach oben laufen. Und ich glaube, wenn wir irgendwas bauen und viel dabei haben, ist es wirklich ein bisschen anstrengend. Vielleicht sollten wir uns lieber, naja, so ein bisschen hier mittiger begeben. Und wir könnten ja uns vielleicht irgendwo am See hinbauen. Das ist eine richtig, richtig gute Idee, Katja. Okay, Moment mal. Hier auf der linken Seite ist ein richtig cooler See und hier auf der rechten Seite ist auch ein richtig cooler See. Oh, so nice. Oh, stimmt. Also wir können entweder genau hier in der Mitte was machen oder vielleicht sogar genau hier. Oh, das ist eine richtig gute Idee. Okay, Moment mal, Katja. Ich mache hier ein bisschen die Erde weg. So, zack, zack, zack. Und dann können wir hier unser Camp aufstellen. So
nice. Oh, das ist sogar richtig schön, weil wenn man nach rechts schaut, hat man einfach einen Blick auf den See. Und wenn man nach links schaut, da ist da auch ein großer See. Das ist richtig cool. Vor allem auch, wenn wir Wasser brauchen, ist es richtig praktisch. Oh, das stimmt. Und Katja, weißt du was? Was denn? Es ist tatsächlich schon richtig, richtig dunkel und ich bin auch schon richtig, richtig müde. Wollen wir uns in unseren Schlafsack legen und schlafen? Oh, das ist eine sehr gute Idee, aber ich habe ein wenig Angst. Ich weiß nicht. Ich war noch gar nicht so oft campen und es ist jetzt fast schon mein erstes Mal hier. Oh, das stimmt. Ich habe auch ein bisschen Angst. Okay, Moment mal, Katja. Ich hole mal meinen Schlafsack so und so und den lege ich mal hier hin. Okay, warte mal. Ich mache hier ein bisschen mehr Erde hin, dass wir alles ein bisschen mehr gleichmäßiger haben. So, zack, zack, zack. Und guck mal, ich fäll hier den Baum. So, zack, zack, zack. Dann haben wir auf jeden Fall schon richtig, richtig viel Holz und können uns ein paar Werkzeuge machen. Oh, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Okay, warte mal. Ich gehe aus meinem Rucksack auch mal meinen Schlafsack rausholen. Und den Rest, würde ich sagen, machen wir morgen früh. Oh ja, sehr nice. Und zack, so, da habe ich hier meinen Schlafsack. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und schau mal, das ist jetzt der Beginn unseres Camps. Oh ja, das ist richtig, richtig cool. Gute Nacht, Katja, schlaf gut. Nacht die Nacht. Och, guten Morgen, hast du gut geschlafen? Oh, guten Morgen, Katja. Ich habe wirklich richtig, richtig gut geschlafen. Und Moment mal, hier ist es wirklich richtig schön. Hier unten ist ein See und hier ist ein See. Und da ist der richtig, richtig große Berg. Mir gefällt sie wirklich so gut im neuen Camp. Oh, mir auch. Okay, Moment mal. Ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall noch ein bisschen Erde, machen unseren Platz ein bisschen größer und dann können wir anfangen, unser Camp einzurichten mit unseren Sachen, die wir mitgenommen haben. Oh, das stimmt. Und Katja, weißt du was? Was denn? Wir müssen unser Camp auch wirklich richtig, richtig gut absichern. Oh, du hast recht. Vor allem, es soll ja wirklich so gruselig sein. Ich habe Sachen von Geistern gehört und von Menschen teilweise. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich richtig gruselig. Ich will hier ganz und gar keinen Geist sehen. Nein. Oh. Vor allem, die Insel ist viel zu schön, dass hier irgendwelche Geister sind. Oh, das stimmt, Katja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stell dir mal vor, wir schlafen in unserem Zelt und da kommt einfach ein Geist und erschreckt uns. Oh, das wäre richtig schlimm. Oh Gott, ich hoffe, das passiert nicht. Aber Moment mal. Bis jetzt ist ja eigentlich noch nichts passiert. Du bist ganz gut. Oh, das stimmt. Okay, warte mal. Ich habe auch ein bisschen Erde. Da können wir das hier oben noch ein bisschen erweitern. So, zack, zack, zack. Und unser Camp wird richtig, richtig süß aussehen. Oh, schau mal. Wir haben jetzt hier eine richtig große Fläche und... Oh, hallo, Kuh. Was machst du denn hier? Hallo, du kleine Kuh. Oh, die ist ja richtig, richtig süß. Kuckuck. Oh, richtig nice. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an, unser Camp zu gestalten. Und ich hole hier mal alle Sachen raus, die wir benötigen können. Das hier zum Beispiel. Vielleicht ein paar Bären. Fallen. Okay, pass mal auf. Wir haben hier ja alles Mögliche. Wo wollen wir denn unseren richtigen Schlafplatz hinmachen mit unseren Zelten und allem? Ich baue hier auch mal deinen Schlafsack ab. So. Moment mal, Kater. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht könnten wir unseren Campplatz noch ein bisschen erweitern. Guck mal, dass wir den ein bisschen noch hier in die Richtung bauen. Und naja, dass wir dann dort die Schlafplätze hinmachen. Und hier vielleicht dann unser Feuer hinmachen. Oh, das ist noch eine bessere Idee. Okay, dann machen wir es noch größer. Okay, wir haben hier jetzt einen richtig, richtig nice Übergang. Und ich würde sagen, hier machen wir dann unsere Zelte hin. Und Moment mal, hast du vielleicht noch ein bisschen Steini? Oh, natürlich, Kater. Moment mal. Bitteschön. Oh, sehr gut. Weil vielleicht können wir unseren Schlafplatz ein bisschen umranden oder direkt auf Steinchen hinmachen. Vielleicht sieht es ganz schön aus. Oh, das ist eine richtig gute Idee. Okay, Moment mal. Ich hole auch mal mein Zeltchen und warte mal. Wo soll ich denn das Zeltchen hinstellen, Katja? Ich weiß nicht. Irgendwo auf die Steinchen dann. Ja, Moment mal. Vielleicht hier so hin? Oh, ja. Ja, oder vielleicht... bisschen gerader, so in die Richtung vielleicht lieber. Okay, Moment mal, Katja, und zack, guck mal. Oh, so nice. Oh, richtig, richtig gut. Dann haben wir nämlich einen direkten Blick. Naja, auf den See und Moment mal, wir brauchen mehr Steini. Warte mal, Katja, ich gebe dir mehr Steini. Und warte mal, wie viel brauchst du denn? 20, 10? Bitteschön, das ist alles, was ich habe. Oh, danke schön. So, so, so. Und Moment mal, dann stelle ich nochmal hier dein Zelt hin. Und... meins. Oh, richtig cool. Und dann haben wir auch noch die Schlafsäcke. Da kommt einer rein. Und da kommt einer rein. Oh, richtig, richtig nice. Oh, das stimmt. Das sieht so, so, so süß aus. Und Katja, weißt du was? Was denn? Ich habe ein kleines Geschenk für dich und bitteschön. Oh, eine Blume. Oh, die kommt direkt neben mein Zelt und zack. Oh, richtig, richtig süß. Und Moment mal, bevor es dunkel wird, würde ich sagen, machen wir hier noch das Campfeuer hin. Sehr nice. Und natürlich auch unsere Baumstämme. Okay, warte mal. Einer kommt hier hin. Einer kommt hier hin.
einer kommt hier hin und eigentlich kommt einer dahin. Aber da ist halt der Ofen jetzt. Oh, Moment mal. Das ist ja wirklich so, so, so cool. Jetzt können wir uns hier am Feuer ein bisschen wärmen. Oh, so nice. Oh, richtig, richtig cool. Und Moment mal, was haben wir denn noch? Oh, wollen wir vielleicht noch schnell ein paar Bärenfallen irgendwo platzieren? Oh, das stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist wirklich schon richtig, richtig dunkel und tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Okay, warte mal, Kater, ich habe auch ein paar Bärenfallen. Aber wo wollen wir die denn hinplatzieren? Naja, vielleicht so ein bisschen weiter vom Camp weg, dass man die nicht wirklich sieht, aber einfach, dass wir ein bisschen Sicherheit mehr haben. Oh, das stimmt. Moment mal, da kommt hier noch eine hin. So und so. Dann ist hier alles richtig gut abgesichert tatsächlich. Und zack, oh, sehr nice. Oh, sehr, sehr cool. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal gut geschützt. Und ich glaube, wir sollten mal wieder schlafen gehen. Oh, das stimmt, Kater. Okay, okay, ab ins Zeltchen. Und gute Nacht, Kater. Schlaf gut. Guten Morgen. Guten Morgen, Kater. Hast du gut geschlafen? Oh, ja, hab ich. Mir macht Campen jetzt schon richtig doll viel Spaß, weil wir einfach hier so viel machen können. Und unser Campplatz gefällt mir auch wirklich richtig gut. Oh, das stimmt. Unser Campplatz ist wirklich so, so, so schön. Schreibt auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, wie unser Camp hier heißen soll. Dann werden wir vielleicht ein großes Bild hinhängen oder sogar ein Wappen. Das wäre ja auch richtig nice. Oh, das stimmt. Das wäre so, so, so cool. Und mir gefällt unser Campplatz wirklich so schön. Hier mit unseren zwei Zelten, dann hier das kleine Feuer und der Ofen und den Crafting Table. Und hier ist ein See und hier unten ist auch ein See. Das ist so, so, so wunderschön. Ja, so, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.